wir alle dürfen Fehler machen, wir müssen Fehler machen, wir machen Fehler, wir sind in einem kaputten System. Boah, jetzt bist du jetzt Veganer, was, dann bist du auch noch der Störfaktor. Mein Kind wird wahrscheinlich nach einer Woche zerfallen. Wir waren bei der Veggie World in Hamburg und haben dort Alyosha kennengelernt und interviewt und hätten nicht gedacht, was er für ein Mensch ist. Hallo Alyosha, wie schön, dass du dir die Zeit nimmst. Geht es dir gut? Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ich würde sagen, mir geht's okay heute. Ich bin ein bisschen kaputt, habt ihr schon mitbekommen. Du musstest mir jetzt, nee, ich habe mir selber nochmal einen Kaffee gemacht. Ja, waren aber nur zwei. Waren nur zwei, aber ich bin, freue mich hier zu sein. Ich freue mich jetzt gleich mit euch Fragen zu beantworten, die ich noch nicht gehört habe. Ja. Aber wie geht's euch? Uns geht's gut. Wir haben heute einen großen, aufregenden Tag hier. Viel zu drehen, viel zu machen, aber es macht super viel Spaß. Und du kennst es ja viel besser als wir, wenn man auf seine Community trifft und irgendwie aufgeregte Leute sieht, die irgendwie dankbar sind und einem sagen, dass man auf dem richtigen Weg ist und schon viel bewirkt hat, dann ist das einfach vegane Butter für die Seele. Voll. Ja. Richtig schön. Total. Aber Alyosha, wir stellen dich trotzdem an der Vorsichtigkeit halber kurz ein bisschen vor, denn du bist ja ein Arzt. Das ist richtig. Das ist krass, aber nicht mehr praktizieren. Nee, ich habe letztes Jahr im April, glaube ich, gekündigt, weil ich ein Angebot für eine Netflix-Serie bekommen habe und parallel ja noch einen YouTube-Kanal hatte und das einfach alles ein bisschen viel geworden ist. So. Verstehe. Ja. Aber ein Arzt, der vegan ist, er ist nämlich veganer Sinnfluencer und auch ein Teil der fünf Mitglieder von Queer Eye Germany. Richtig, richtig cool. Da gehen wir gleich noch auf alles genauer ein. Super schön, dass du dir Zeit genommen hast. Danke euch für die Einladung, nicht für die Frage. Sehr, für beides. Sehr gerne. Was war denn der finale Punkt der Entscheidung, wo du gesagt hast, okay, der Arztkittel kann sich verabschieden? Was war der letzte Tropfen? Also ich glaube tatsächlich die Netflix-Anfrage. Also es war am Ende, es kam sehr viel zusammen, würde ich sagen. Ne? Also die Zusage für die Netflix-Serie kam tatsächlich, muss ich kurz überlegen, jetzt ist 2022. Das ist richtig. Ich glaube November oder so um den Dreh rum 2021. Zu dem Zeitpunkt habe ich aber gedacht, okay, vielleicht 50% Stelle, vielleicht geht das. Aber ich hatte ja dann auch schon, wir haben schon angekündigt, dass wir den Veganes Ungesund-Kanal beenden. Habe mich dann auf mich selbst konzentriert und habe gemerkt, ey, das wird einfach zu viel. Ich habe, das hat immer mehr Überhand genommen. Und das Problem ist ja, ich habe in der Anästhesie auf der Intensivstation und im OP gearbeitet. Und auch bei einer 50% Stelle, man muss ja da sein. Du kannst ja nicht irgendwie spontan sagen, ja, heute komme ich nicht. Mhm. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, pass auf, ich kündige. Mein Chef war total verständnisvoll und meinte, sie können jederzeit zurückkommen. Ich finde das super, dass sie das machen. Wow. Hat sich wahrscheinlich gedacht, endlich ist der weg. Aber ohne Vorankündigung oder hat er schon geahnt, dass du da... Er war nicht komplett überrascht, aber ich habe halt erstmal vor einiger Zeit, also kurz nach meinem Facharzt, habe ich auf 50% reduziert. Und ich habe immer mal wieder so ein bisschen durchscheinen lassen, dass es gerade nicht wenig für mich ist. So. Mhm. Und er war immer so, ich finde es toll, dass sie trotzdem da sind und irgendwie, ne, der war echt lieb zu mir. Dafür war er nicht bekannt, muss man sagen. Und deswegen war dann irgendwann so, dass ich dachte, nee, ist gut. Okay, krass. Und ich kann ja immer zurück, ne? Also ich bleibe Arzt und ich denke tatsächlich auch manchmal darüber nach, weil es ist eine ganz andere Belastung, die ich jetzt habe, aber auch echt intensiv manchmal. Krass. Okay, das ist natürlich für uns auch als Sinnfluencer gut zu hören, dass du, dass du tatsächlich den Arztberuf vom Stresslevel her teilweise auf die Schiene der Sinnfluencer stellst? Nee, ganz anders. Also ganz, ganz anders. Ich lege Sachen nicht so gerne auf eine Waage und vergleiche die miteinander, gerade wenn das so komplett andere Welten sind. Für mich war der Arztjob vor allem belastend wegen der Arbeitszeiten. Aber wenn ich nach Hause gehe, gehe ich nach Hause. Ja. Okay. Dann ist Schluss. So. Ein entscheidender Punkt. Genau. Und jetzt, mein größter Struggle ist, meinen Kopf abzuschalten, weil ich halt immer da bin und mein Leben hängt quasi von Instagram ab. Ja. Jetzt habe ich auch einen YouTube-Kanal, aber let's be honest, da verdiene ich ja nichts, ne? Also aktuell. Ja. Es macht super viel Spaß, aber es ist zumindest die Erwartungshaltung, wenn man im aktivistischen Bereich unterwegs ist, und das werdet ihr auch wissen, ist enorm hoch und man hat halt das Gefühl, man muss die ganze Zeit performen, die ganze Zeit da sein und immer was liefern, sonst wächst man nicht, dann schrumpft man und dann ist potenziell auch das Einkommen futsch. Das finde ich sehr belastend. Das ist schon echter Druck, ja.
Bei dir ist so viel los, man kommt gar nicht hinterher, was du alles für Themen hast und was dir alles wichtig ist. Und man merkt das auch wirklich, dass es dir wirklich wichtig ist und du wirklich da ganz, ganz viel Herzblut reinlegst und die Dinge nach vorne bringen willst. Was ist denn aktuell dein persönlicher Fokus? Was liegt dir gerade am Herzen? Schwierig. Ich würde sagen, zwei Sachen. Also das eine ist Kommunikation untereinander, also vor allem unter AktivistInnen, aber auch generell untereinander, weil ich das Gefühl habe, dass wir Leute mehr mobilisieren müssten, um mehr zu erreichen. Also ich stelle mir das visuell immer so vor, als ob wir versuchen, die Titanic zu ziehen und je mehr Leute an dem Schlepptau sind, desto schneller kriegen wir das Ding bewegt. Mhm. Und das andere ist Transparenz und mentale Gesundheit, weil ich merke, dass ich Instagram total intransparent und belastend finde, weil alle immer so eine Scheinwelt haben und alles super geil aussehen, Filter benutzen, immer nur unterwegs sind, super erfolgreich, viel Geld haben und immer vermeintlich happy. Und ich möchte da so ein bisschen versuchen, eine Vorbildfunktion einzunehmen, indem ich einfach oft auch ganz ehrlich über meine Probleme spreche, also nicht über alle Probleme, aber dass es mir halt mal schlecht geht, dass Therapie normalisiert wird, dass das Stigma von psychischen Erkrankungen, dass wir davon wegkommen. Mhm. Also ich würde sagen, das sind so aktuell meine zwei Schwerpunkte, ja. Also du hast gerade dieses wunderschöne Bild gehabt, ich liebe solche Bilder, von der Titanic und wir sollten alle an einem Tau ziehen, da bin ich total deiner Meinung. Es gibt so viele AktivistInnen da draußen, die eigentlich im Großen und Ganzen das Gleiche wollen. Natürlich differenziert sich das ein bisschen, die einen sind krasser, die anderen haben da ihren Fokus mehr drauf. Aber hast du denn einen Lösungsansatz, hast du irgendwie eine Idee, wie das klappen könnte? Weil ich habe auch das Gefühl, dass es momentan schon einzelne Leute gibt, die mal was zusammen machen. Aber dieses Tau und diese Hände da dran sehe ich noch gar nicht. Wie könnte man da hinkommen? Lass uns mal kurz philosophieren vielleicht. Ja, es ist super schwierig, ne? Also ich denke da ganz viel drüber nach und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich fühle mich damit selber überfordert, weil ich versuche immer wieder darüber zu sprechen und versuche das immer zu thematisieren, Bewusstsein dafür zu schaffen. Und ich kann ja aber auch nicht von mir behaupten, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und dass ich jetzt die Lösung habe. Also ganz jetzt nochmal ein Bild malen. Was heißt, es ist kein Bild, aber... Mal. Wir drei, Entschuldigung, sind ja auch alle der Meinung, dass die Klimakrise absolut real ist und dass wir alle dringend was dagegen tun müssen. Jo, safe. Ja. Deswegen müssen wir aber nicht alle drei jetzt hier die Lösung bieten. Nein, um Gottes Willen. Also das ist auch gar nicht den Anspruch, den ich gerade an dich hatte, aber ich dachte, vielleicht hast du ja auch so eine idealistische Idee, wie das vielleicht gehen könnte. Ich glaube, ich wollte es aber ansprechen, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen trotzdem diese Last auf ihren Schultern tragen und das Gefühl haben, ich muss das jetzt aber irgendwie wuppen. Und ich merke das ja selber bei mir. Ich merke dann so, ich möchte aber noch mehr machen. Und wenn man den Anspruch hat, immer mehr machen zu wollen, dann gehst du halt unter. Und wenn du dich immer vergleichst mit anderen, hast du immer das Gefühl, du gehst unter. Ob das irgendwie schöner, weiter, größer, krasser, aktivistischer. Es gibt Leute, die bewundere ich, was deren Aktivismus angeht, aber es bringt mir halt nichts. Es bringt mir nichts, immer nur den Teil zu sehen, weil ich den Rest ausblende dieser Person. Das Ding ist ja auch, ich möchte, dass wir einander konstruktiv kritisieren und sagen, hey, Aljoscha, ich bin nicht deiner Meinung, aber wieso schaffen wir das nicht auf eine Art und Weise, die wertschätzender ist? Und das möchte ich halt, weil das Ding ist ja, wir machen das alle nach bestem Wissen und Gewissen. Also nicht alle, das ist falsch, aber die meisten machen das nach bestem Wissen und Gewissen. Und das, finde ich, zählt. Wir alle dürfen Fehler machen, wir müssen Fehler machen, wir machen Fehler, wir sind in einem kaputten System. Ich möchte nicht die Verantwortung auf alle Einzelnen abwälzen. Das ist ein strukturelles Problem, aber trotzdem bleibt eine Restverantwortung trotzdem. Was müsste passieren, dass wir alle damit anpacken und kräftig ziehen? Oder wer müsste da kommen? Was müsste, weiß ich nicht, brauchst du noch eine Krise? Brauchst du irgendwie den Oberinfluencer? Brauchst du eine Kampagne, eine politische Kampagne meinetwegen? Was müsste Großes passieren, dass wir wirklich da alle anpacken und in die gleiche Richtung mit einem großen Ruck ziehen und vielleicht im nächsten Jahr sich die Zahlen nicht wieder verdoppeln, was geil wäre, sondern irgendwie wie auf 50% schießen? Das wäre ja... Das ist jetzt sehr idealistisch, aber das ist mein Ansatz. Und ich glaube, ich musste auch gerade darüber nachdenken, wie es, wenn es jetzt um andere soziale Gerechtigkeitsbewegungen geht, was da so passieren musste. Und ich glaube, am Ende ist es ja immer so passiert, dass Menschen auf die Straße gegangen sind, laut geworden sind und irgendwann gab es einen kleinen Ruck. Aber das Tempo ist ja meist, wenn es um Betroffene geht, ein bisschen zu langsam. Also wir alle wünschen uns, dass es schneller geht. Weil mein Wunsch ist ja letztlich, dass wir es schaffen, als AktivistInnen untereinander ein quasi kollektives Bewusstsein zu schaffen, dass wir miteinander kommunizieren und versuchen, an einem Strang zu ziehen. Ich bin aber trotzdem der Meinung, und das ist das, was ich auch noch wichtig finde zu sagen, dass keine Form des Aktivismus irgendwie komplett falsch ist, solange sie nicht gewaltvoll oder so ist. Ja, ne? Ja. Also es gibt zum Beispiel auch sehr aus ich sag mal, mehrheitsgesellschaftlicher Perspektive radikale, vegan lebende Menschen, die vielleicht super militant sind, mag das Wort ja nicht,
Aber auch die haben ihre Daseinsberechtigung. Auch eine gewisse Vehemenz ist bei so einem unfassbar schlimmen Thema. Und das ist es ja. Der Inhalt der Sachen, der Inhalt der Sachen, die diese Menschen sagen, ist ja nicht falsch. Es ist nur zum Beispiel nicht mein Weg. Weil ich gemerkt habe, dass mich das mental kaputt macht und weil ich das Gefühl habe, dass andere ist effektiver. Aber natürlich hat auch mein Aktivismus Nachteile. Deswegen, ich weiß nicht, ob es so diese eine Lösung gibt. Ich glaube, wenn es sie gäbe, hätten wir schon irgendwie alle, weißt du? Wie viele Ställe müssen noch abbrennen? Wie viel, ich meine, mehr als die Tiere abschlachten und einfach die mit lecker Genuss essen, kann man eigentlich kaum mehr machen. Also ich wüsste gar nicht, welcher Skandal irgendwie in der Massenindustrie passieren müsste, dass die Leute auf einmal sagen, nee, das esse ich jetzt nicht. Da hat ja nicht mal in der Corona-Krise irgendwie diese ganzen Tönnies-Skandale gereicht, als dass irgendwie auf einmal Leute gesagt haben, im großen, großen Stil, okay, das unterstütze ich nicht mehr. Also was muss denn da passieren, dass wir alle gemeinsam sagen, jetzt posten wir mal ein rosanes Bild oder was auch immer für die Schweinchen oder so. Ich glaube, also das ist ganz interessant, was du sagst, weil ich glaube, dass unser Gehirn da eine ganz große Rolle mitspielt. Also du hast ja gerade gesagt, dass Tönnies und so, und ich muss gerade an Burger King denken, Riesenskandal. Und dann habe ich erfahren, dass die ganze Scheiße schon vor 8 Jahren mal war. Das wusste ich gar nicht. Ich war wisst ihr ja auch, 2019 war ich in einer Schweinemast, war da mit Live bei Stern TV, es gab eine Woche, eine Welle, dann war es weg. Natürlich liegt die Verantwortung auch ein bisschen bei uns als Menschen, als Individuen. Das Problem ist, wir sind unfassbar, wir sind Gewohnheitstiere, wir sind faul, wir sind ignorant, aber eigentlich sind wir auch im tiefen Herzen meistens empathisch. Aber wir sehen dieses immense Leid auch nicht. Und dann gehen wir in die Welt, wir kaufen irgendwelche in Plastik verpackten Produkte. Im Zweifel versuchst du es kurz, gehst irgendwie zu FreundInnen und die sagen, boah, jetzt bist du jetzt Veganer, was, dann bist du auch noch der Störfaktor. Und dann sitzt du wieder zurück und denkst, ja komm, dann mache ich jetzt eine Ausnahme. Ich mache doch keinen Unterschied, ob ich das jetzt mache oder nicht, ist doch egal. Und das kannst du ja auf alle anderen Sachen auch übertragen. Was aber auch auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist am Ende Kapitalismus, ne? Es sind Machtstrukturen, die wir haben und Menschen wollen das System so, wie es ist, aufrechterhalten. Den meisten Firmen ist es bums egal, was mit den Tieren passiert. Die wollen einfach nur Geld verdienen. Kann man theoretisch auch ausnutzen, wenn man möchte. Die sehen es ja auch nicht als lebende Tiere. Die genau. Sehen es ja nur als Geld. Und ich wollte dich fragen, mit welchem Gericht du am besten die Menschen abholen kannst. Was ist das Ding, wo die Leute sagen, okay, jetzt bin ich am Start. Champignon-Cremesauce. Also Nudeln mit Wasser und Räuchertofu. Am Ende kommt ein bisschen weißes Mandelmus rein und dann wird es halt super schlotzig und cremig, ein bisschen Chili rein, Knoblauch, liebe ich. Richtig und super einfach. Und damit holst du alle ab? Ich würde sagen, ja. Wie gelenkig musst du sein, um den Spagat in deinem Doppelaktivismus hinzubekommen? Denn du bist ja nicht nur veganer Aktivist, sondern auch noch für ein ganz anderes wichtiges Thema unterwegs. Kunst. Super gute Frage. Ob ich da jetzt eine Antwort drauf habe, ist die andere Frage. Also das ist ja mehr Instinkt so und ich glaube, dass also der Queer-Aktivismus kommt ja mehr aus einer Notwendigkeit heraus, aus einer Selbstbetroffenheit und der vegane Aktivismus sind wir selber nicht von betroffen. Mhm. Das ist ja, wir versuchen uns für andere Lebewesen einzusetzen. Am Ende ja letztlich auch für den Planeten und so, aber das ist tatsächlich ein Struggle, den ich oft habe. Ich denke mir so, boah, wie viele Hochzeiten soll ich tanzen, was soll ich noch machen? Ich muss darüber noch sprechen. Ich kriege natürlich auch Nachrichten. Aljoscha, ich bin enttäuscht von dir, dass du dich dazu noch nicht geäußert hast. Und ich so, worüber? Was? Wo? Was passiert? Oder ich habe es mitbekommen und habe mich aber einfach noch nicht getraut, weil es nicht meine Expertise ist oder weil ich einfach mich selber überfordert fühle. Und deswegen, es ist mehr so ein, ich gucke gerade, wie viel Kraft ich habe und was ich gerade sehe und wie ich mich fühle. Also es ist eher so ein instinktiver Aktivismus, als dass ich wirklich sagen kann, ich mache das jetzt alles total kalkuliert. Es geht halt ein bisschen darum, so Bewusstsein dafür zu schaffen und dasselbe geht es halt auch beim Veganismus und auch da immer wieder im Hinterkopf zu haben, wo kommt das her? Wie kann das eigentlich sein, dass 75% der vegan lebenden Menschen Frauen sind? Das ist ja leider noch irgendwie so ein bisschen binäre Statistik. Und 25 oder weiblich Sozialisierte und 25% nur männlich. Und aber in der Öffentlichkeit. Exakt. Ist es umgekehrt. So krass, ja, das ist ein Phänomen. Das ist eigentlich ein Phänomen, weil. Ja. Ja. Stimmt, guck mal, wie du flankiert wirst von uns hier. Ja. Ja, das ist so. Es ist eigentlich total krass, also wie viel Sexismus bei so vielen Sachen einfach dabei ist. Also Sexismus, Rassismus, deswegen, das ist halt alles sehr, sehr. Alle Formen der Diskriminierung sind irgendwie miteinander verbunden. Und am Ende ist es ja immer die Idee, dass eine Eigenschaft dazu reicht, jemanden als weniger wertvoll zu sehen.
Ob es die Hautfarbe ist, die Religion, die Körperform. Die Ernährung. Die Ernährung. Ja. Also ich kann ja noch mal ganz kurz erklären, dass der Veganismus für mich immer so der Türöffner war. Also Veganismus hat bei mir alles ausgelöst, alles losgelöst, was danach passiert ist. Es hat irgendwie so ein bisschen mein Tor zum Bewusstsein geöffnet. Weil ich dann halt irgendwie verstanden habe. Und das Queer-Topic, das Queer-Thema war bei mir einfach so, ich bin selber davon betroffen und ich habe irgendwann auch ein bisschen den Zusammenhang gesehen und dachte so, diese Machtlosigkeit, die ich als Kind empfunden habe, in eine Situation reingeboren zu werden, für die ich nichts kann, also schwul zu sein, hat mich so ein bisschen auch an die Tiere erinnert, natürlich in einem anderen Ausmaß und ganz, aber ne, die Parallele, dass man quasi in eine Situation geboren wird, für die man nichts kann, aber verurteilt wird und diskriminiert wird in unterschiedlicher Ausprägung. Das war so, dass ich dachte, krass, eigentlich hängt das ja auch voll zusammen und ich glaube auch, dass Menschen, die Diskriminierungserfahrungen machen und mehrfach diskriminiert sind, eine viel höhere Affinität haben, sich mit anderen Themen auseinanderzusetzen und auch zum Beispiel vegan zu leben. Was würdest du zum Beispiel Menschen als Tipp geben, wenn sie sagen, ja, ich würde es gern machen, traue mich aber nicht wegen dem, was auf mich zukommt, von außen? Also erstmal Verständnis aufbringen, weil ich verstehe es. Und nicht sagen, mach einfach, weil das ist easier said than done. So dieses mach einfach ist so ein bisschen wie einem Depressiven zu sagen, lach halt. Ja, lol. Harter Vergleich, aber stimmt. Ja, ein bisschen zu hart. Aber es ist im Endeffekt eine zu respektierende Sorge, die man hat, weil wir in einer Welt leben, die halt genauso ist. Also du wirst diskriminiert und du wirst vielleicht auch komisch angeguckt. Je nachdem, wo du lebst, ne, in unterschiedlicher Ausprägung. Ich würde tatsächlich sagen, mach's doch einfach erstmal zu Hause. Mach's in einem Safe Space. Fang an, das zu Hause auszuprobieren. Und auf den Veganismus bezogen, wenn jemand sagt, ich würde es gerne machen, aber oh ja, dann sagt meine Mama, ich... Ja, das ist ja noch mal schwieriger, weil als Kind am Ende die Eltern, was soll ich sagen, mach halt einfach, geht ja nicht, die Eltern haben ja sagen. Also ich glaube, sobald du alleine lebst und die Möglichkeit hast, kannst du es machen. Aber sobald die, also ich versuche immer, wenn es ums Thema Eltern geht, zu sagen, ich glaube, deine Eltern haben Sorgen. Meist. Manchmal sind es vielleicht auch einfach ignorant, ist es auch einfach nur Ignoranz. Aber ich würde sagen, oft ist es einfach Sorge, vielleicht auch irgendwie dieses, boah, voll kompliziert, jetzt muss ich extra für das Blag hier auch noch irgendwie vegan kochen. Ja. Was ist das überhaupt? Chicken darfst du aber, ne? Fisch ist okay. Dann kommen die ganzen Fragen. Und dann natürlich die große Sorge, Mangelernährung. Mein Kind wird wahrscheinlich nach einer Woche zerfallen. Einfach spontan zerfallen. Zu Staub. Deswegen glaube ich, da geht es vor allem darum, den Eltern diese Sorge zu nehmen und zu kommunizieren. Auch nicht einfach nur beleidigt zu sein, sondern sagen, hey, ich möchte mich einmal ganz mit euch zusammensetzen und die Ernsthaftigkeit dahinter zu vermitteln, sagen, ich meine das wirklich ernst und mich belastet das Thema. Ich weiß, dass wahrscheinlich bei euch und dann auch Verständnis den Eltern gegenüber, ich weiß, dass ihr wahrscheinlich euch gerade Filme fahrt, Mangelernährung, das und das, ich habe da was vorbereitet oder ich kann euch ein paar Sachen dazu zeigen, ich kann euch die Sorge nehmen, ich kann auch gerne mal für euch kochen, wir können auch, wenn ihr euch das hilft, gerne regelmäßig zum Arzt gehen und meine Blutwerte checken lassen, wenn ihr dann, na, also einfach ja, denen entgegenkommt. Oder zum Ernährungsberater, Ernährungsberaterin oder so. Was ist denn in naher Zukunft geplant? Was erwartet uns? Gibt es gerade irgendwas, was du in der Pipeline hast? Oder, er darf nicht drüber sprechen. Erzähl mal. Ich weiß tatsächlich nicht, eigentlich darf ich sagen, dass sehr wahrscheinlich sehr bald ein Podcast kommt, ein eigener. Okay. Und eigentlich auch zwei Bücher. Okay, spannend. Also das war schon Spoiler genug. Wir sind auf jeden Fall jetzt, wie sagt man, hyped. Und verfolgen dich natürlich sowieso weiterhin. Vielen, vielen Dank. Danke euch. Vor allem verfolgen wir dich. Also wir folgen dir nicht, sondern wir verfolgen dich. Ja, sehr gut. Danke, dass du da warst. Das war augenöffnend. Und ich merke richtig, dass du sehr ganzheitlich auf das Ganze guckst. Also du bist nicht nur in diesem veganen Film und so wie wir halt, das ist ja unser Hauptfokus sozusagen. Und dein Blick auf das Ganze, du hast eine noch größere Vogelperspektive, als wir sie eigentlich einnehmen wollten sozusagen. Und das ist sehr inspirierend und wir danken dir für die Energie und die Love, die hier ankam. Danke euch, voll lieb. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann lass es uns unbedingt wissen und schreib uns einen Kommentar. Und wenn du dich noch mehr mit dem Veganismus auseinandersetzen willst, dann haben wir was ganz Tolles für dich vorbereitet. Wir sind seit über 4 Jahren vegan und haben all unser Wissen gebündelt und uns genau überlegt, was sollte man alles wissen, wenn man eine Veganerin oder ein Veganer ist. Und in über 9 Modulen haben wir unser Wissen zusammengefasst, von ausführlichen Rezeptvideos bis hin zu Nährstoffwissen, was musst du genau beim Arzt testen lassen, über wie gehe ich mit meinem Umfeld um und. Ein wunderschöner Online-Kurs ist das geworden und darüber hinaus wirst du auch Teil einer Gemeinschaft, denn wir haben eine aktive WhatsApp-Gruppe, es gibt Events. Und wir freuen uns einfach, wenn du Mitglied wirst bei Einfach Gemeinsam Vegan. Check das gerne auf unserer Webseite. Wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß mit dem nächsten Video und freuen uns aufs nächste Mal. Ciao! Ciao!